Wow, der ist schon ein Snack, oder? Ach, dem könnte ich stundenlang beim Reden zuhören. Danke, dass du mich zum Spind gebracht hast. Ich brauche nur noch meine Bücher. Achtung, Lawine, Jennifer. Wow, was für ein Chaos. Warte, wo gehst du denn hin? Ja, sieht aus, als würden ordentliche Mädchen bevorzugt, Jen. Mensch, ich werde sein Lächeln echt vermissen. Och. Ja, Zeit, endlich mal ein bisschen Ordnung reinzubringen. Noch eine Pommespackung übrig? Mach die mit einem Magneten an deinen Spind dran. So, da passen jetzt Stifte und Marker rein. Alles an seinen Platz. Das sieht doch schon viel besser aus. Und, gefällt's dir? Ich bin einfach gerne ordentlich. Okay, ich habe wieder eine Chance. Ja, endlich ein Filmabend bei Kevin zu Hause. Ah, sieht so aus, als hätte Justin schon seine Bonbonschale geleert. Zeit für einen Nachschub. Uff, über Leute während des Films zu klettern ist immer so unangenehm. Und nach kurzer Zeit musst du wieder zurück und kommst von der anderen Seite. Hey, pass auf meine Sneaker auf, Justin. Okay, zurück zu den Robotern, die die Welt übernehmen. Oh, schon wieder alle. Mann, warum passiert denn das immer? Ich darf nicht so schnell essen. Ja, aber Justin scheint nicht der Einzige zu sein, der Nachschub braucht. Na, warte, Kumpel, Sophia macht das. Sie sitzt ja am Ende. Oh Mann, warum muss ich das machen? Aber das bringt mich auf eine Idee. Wartet kurz, ich bin gleich zurück. Hast du einen leeren Karton wie diesen? Zerschneide ihn in drei Teile, so wie hier, denn daraus kannst du was Neues machen. Schneide mit deiner Schere die beiden längeren Teile von unten nach oben ein, aber stoppe in der Mitte. Danach schiebst du sie so ineinander. Als nächstes holst du eine große runde Vase wie diese und steckst das soeben gebaute Teil rein. Jetzt kannst du deine Lieblingsbonbons in die verschiedenen Bereiche füllen. Mach in jedem Bereich eine andere Knabberei. Oh, und erinnerst du dich an den Deckel? Da steck ihn oben drauf und nutz ihn als Spender. Okay, Jungs, die Süßigkeitenlieferung ist da. Ziemlich beeindruckend, oder? Jetzt muss niemand mehr aufstehen, um Nachschub zu holen. Wir haben alles hier. Achte nur darauf, dass der Deckel festsitzt und bediene dich dann nach Herzenslust. Hey, vergiss nicht, mit deinen Freunden zu teilen, Justin. Au! Oh, Mensch, wer hat denn diese spitze Haarnadel auf der Couch liegen lassen? Oh, das hat bestimmt wehgetan. Ah! Oh, irgendwas hat mich gerade in den Fuß gestochen. Oh Mann, du kleiner Strolch, du. Okay, ich habe ein paar Minuten, um mich vor dem Unterricht zusammenzuraufen. Okay, die kann ich nicht vergessen. Ein bisschen Make-up könnte ich eigentlich auch noch gebrauchen. Die Wimpern brauchen definitiv ein bisschen Hilfe. Mal sehen, ob meine Wimperntusche hier drin ist. Wo ist sie denn bloß? Igitt! Mann, noch eine Haarnadel? Verschwören sich diese Teile gegen mich oder was? Wenn du ein Mädchen bist, gibt es keinen Zweifel, dass du die Notlage der verlorenen Haarnadeln verstehst. Im Ernst, leere jegliche Handtasche oder Rucksack und ihr werdet wahrscheinlich ein Arsenal von Haarnadeln finden, die ihr völlig vergessen habt. Schaut, Theorie und Beweis. Wenn es nur einen Weg gäbe, sie alle zusammenzuhalten, anstatt sie einfach überall herumzuwerfen. Oh, ich habe vergessen, dass ich Tic-Tacs hatte. Warte mal eine Sekunde. Ich denke, ich habe eine Idee, um das Haarnadel-Debakel zu lösen. Bevor ihr einen alten Minzspender wie diesen hier wegwerft, überlegt doch mal, ob ihr nicht in einen Haarnadelhalter verwandeln möchtet. Schafft einfach die bösen Jungs da rein und schon seid ihr fertig. Ihr könnt ihn sogar verschönern, wenn ihr möchtet. Also wenn ihr jetzt eine schnelle Haarnadel braucht, dann steckt sie hier drin und nicht in eurem Fuß. Super süß, Lana. Okay, jetzt muss ich aber wirklich in den Unterricht. Aber nicht ohne diesen praktischen kleinen Kerl hier. Ach, ist sie nicht schön? Ja, das ist das Gesicht von jemandem, der gerade eine Einkaufstour gemacht hat. Na, was hast du denn alles gekauft? Sind diese Schuhe nicht toll? Oh, die sind perfekt für die Schule. Und diese heißen Teile sind großartig für die Partynächte mit den Mädels. Und sie waren im Angebot. Oh, kannst du dir das vorstellen? Juhu! Aber keines dieser Paare ist vergleichbar mit den schönsten Schuhen hier. Bist du sicher, dass wir dafür schon bereit sind, Sophia?
Hier sind die wunderschönen, einzigartigen, rosa satinierten Schuhe mit Absatz. Oh, sie waren das letzte Paar im Laden und die werden alle so eifersüchtig sein. Ich kann es kaum erwarten, sie in der Stadt zu tragen. Sophia? Oh, schau dir doch mal all meine schönen Schuhe an. Warum hast du denn bloß so viele Schuhe gekauft? Wo um alles in der Welt willst du die denn alle hinstellen? Sophia! Was denn? Ich krieg das schon hin. Naja, als erstes solltest du mal diese Kisten nicht wegwerfen. Die können nützlich sein. Also wenn du viele Schuhkartons und viele Schuhe hast, dann wirst du diesen Trick lieben. Schnapp dir einen Schuhkartondeckel und leg ihn so auf den Boden. Dann stellst du den passenden Karton in den Deckel. Stell jetzt das erste Paar in den Karton und stapel den nächsten drauf. Genau so. Jetzt hast du alle Schuhe im Blick, anstatt sie in einen dunklen Schrank zu stopfen. Gut gemacht, Mädels. Also das ist es, was du bekommst, wenn du 3 Wochen wartest, um deine Wäsche zu waschen, Vicky. Na, dann fang mal an zu falten. Mensch, Vic, hat das so lange gedauert, bis du ein Hemd gefaltet hast? Bei dieser Geschwindigkeit wirst du bis Weihnachten noch hier sitzen. Ja, meine neuen Schuhe sind endlich da. Wow, gut gefangen. Hey, warte mal kurz. Hast du schon mal versucht, mit einer Box deine Kleidung zu falten? Leg ein T-Shirt auf eine aufgeklappte Box, die nach oben zeigt. Falte die Seiten nach hinten und dann klappst du den Boden hoch. Die obere Seite natürlich nicht vergessen. Das war einfach, oder? Mit diesem kleinen Helfer wird die Faltzeit um die Hälfte verkürzt. Schau mal, wie das flutscht. Und fertig. Oh ja, oh, ich habe die 2. Ladung vergessen. Es ist Frühstückszeit, das heißt, wir machen ein paar Eier. Und Justin liebt sein Spiegelei. Ja, mach noch ein bisschen Salz drauf. Das sollte reichen. Jetzt brauche ich noch dieses Kochutensil, um das Ei zu wenden. Wow, wie um alles in der Welt willst du hier denn was finden, Justin? Bei so einem Durcheinander findest du nie, was du brauchst. Ja, klappt das mit dem Kuchenheber? Ich könnte es versuchen, oder? Oh, mein Ei. Ja, das ist ziemlich gar. Findest du nicht auch? Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Hey, was ist denn da im Müll drin? Ich leg das einmal zur Seite und schau nach, was da drin ist. Oh, ja, ich kann schon verstehen, warum den jemand weggeworfen hat, aber vielleicht kann ich ihn noch verwenden. Gib einem alten Ordner einen neuen Zweck mit diesem cleveren Hack. Alles, was du brauchst, ist dieser Ringstreifen. Drücke eine Linie Heißkleber auf die Rückseite des Streifens. Dann nimm ihn, bevor der Kleber trocken ist, und klebe ihn an jede beliebige Schranktür direkt in die Innenseite. Lass die Ringe offen, damit du die Kochutensilien aufhängen kannst. Das ist ein tolles Gefühl, über den Tellerrand oder besser gesagt über die Schublade hinauszudenken. Stimmt's? Toll gemacht, Justin. Dieser neue Lippenstift hier macht meinen Look echt poppig, oder? Oh je, mein Zeug liegt hier überall rum. Ob mir dieses Glas vielleicht helfen kann? Schraub den Deckel des Glases ab und stell das Glas erstmal zur Seite. Nimm ein kleines Spielzeug wie dieses hier und dreh es auf den Rücken. Jetzt gibst du entweder Heißkleber oder normalen Weißkleber auf die Unterseite aller Füße. Sobald du damit fertig bist, drehst du die Figur um und setzt sie direkt auf den Glasdeckel. Um es einheitlich zu machen, besprühe die Figur samt Deckel mit deiner Lieblingsfarbe. Wir haben einen schönen Blauton gewählt. Sobald alles trocken ist, schraube diese stylischen neuen Deckel auf das Glas, in dem du Wattestäbchen oder was auch immer aufbewahren kannst. Super lustig, oder?